Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In der CDU formieren sich die Bewerber für die Nachfolge von Angela Merkel an der Parteispitze. Heute hat auch Friedrich Merz seine Kandidatur offiziell angemeldet, wie zuvor schon Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer und Gesundheitsminister Spahn. Dass der Anwalt und Manager Merz sich wieder in der CDU engagieren will, war bereits gestern bekannt geworden. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet hält sich noch offen, ob er antritt. Noch bis Dezember steuert Angela Merkel das CDU-Parteischiff. Heute hat sich mit Friedrich Merz noch ein weiterer Kandidat in Stellung gebracht, das Ruder zu übernehmen. Schriftlich teilt er mit: Wir brauchen in der Union Aufbruch und Erneuerung mit erfahrenen und jüngeren Führungspersönlichkeiten. Ich bin bereit, dafür Verantwortung zu übernehmen und gleichzeitig alles zu tun, um den inneren Zusammenhalt und die Zukunftsfähigkeit der CDU Deutschlands zu stärken. Merz ist inzwischen 62 Jahre alt. Der frühere Fraktionsvorsitzende war in den vergangenen Jahren bundespolitisch nicht mehr in Erscheinung getreten, gilt aber weiterhin als großer Kritiker von Merkel. Sie selbst will sich nicht zu ihren möglichen Nachfolgern äußern. Ich als Vorgängerin habe in meinem politischen Leben gelernt, dass man sich in die Frage der Nachfolgen nicht einmischen sollte. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Brinkhaus hofft, der oder die künftige Vorsitzende werde die Partei einen. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass diejenige Person, die den Parteivorsitz übernehmen wird, ein Brückenbauer ist zwischen den einzelnen Flügeln in der Partei. Aber noch viel mehr ein Brückenbauer für das Land, denn unsere Gesellschaft ist dabei leider auseinanderzufallen. Die CDU im Erneuerungsprozess. Hier erwarten das auch einige von der Schwesterpartei CSU. Desaster der Wahlen in Bayern und in Hessen hat vor allem eine Ursache, Horst Seehofer. Wer sein Ego über die politische Verantwortung stellt, der darf sich doch nicht wundern, dass die Leute sich entsetzt und auch mit Wut abwenden. Die CSU verbittet sich die Einmischung. Ich halte es weder besonders stilvoll noch besonders sinnvoll, wenn man versucht, von außen auf eine Partei einzuwirken. Aber Merkel habe mit ihrem selbstbestimmten Rückzug auch einen gewissen Maßstab für die CSU gesetzt. Noch ist die CSU damit beschäftigt, die Bayernwahl zu verarbeiten. Offiziell will die Parteispitze zumindest die Koalitionsverhandlungen abschließen, bevor sie weitere Personaldiskussionen führt. Aber schon jetzt ist der Druck enorm. Die Frage ist, ob die Partei und vor allen Dingen Horst Seehofer diese selbstgesetzte Frist einhalten können. Bundeskanzlerin Merkel hat staatliche Darlehen für Investitionen in Afrika zugesagt. Damit soll den Menschen in reformorientierten Staaten Afrikas eine Bleibeperspektive gegeben werden. Der Investitionsfonds umfasst 1 Milliarde Euro und ist Teil einer G20-Initiative zur Bekämpfung von Fluchtursachen. Merkel traf heute mit 11 afrikanischen Staats- und Regierungschefs zusammen sowie mit Wirtschaftsvertretern. Es ist nicht zu übersehen. Dieser Termin in besonderen Zeiten macht ihr sichtbar Freude. Die Bundesregierung will private Investitionen deutscher Unternehmen in afrikanischen Ländern fördern. Es geht um eine verbesserte partnerschaftliche Zusammenarbeit, um wirtschaftliche Chancen. Nutznießer auch Ägypten, das demnächst den Vorsitz der Afrikanischen Union übernimmt. Insofern ist Ägypten ein wichtiger Partner, auch im Bereich der Migration. Wir haben hier darüber gesprochen, dass Ägypten seine Seegrenze exzellent absichert, sodass es de facto keine Migration nach Europa gibt. Deutsche und auch afrikanische mittelständische Unternehmen sollen mit Darlehen und finanziellen Beteiligungen innerhalb dieser Legislaturperiode mit insgesamt 1 Milliarde Euro unterstützt werden. Zum Beispiel in Tunesien. Das Land ist sogar Reformpartnerland. Entwicklungsminister Müller zu Besuch bei einem deutschen Automobilzulieferer in Tunis. Es gibt Ausbildungspartnerschaften in einem Land, in dem mehr als ein Viertel der Jugend arbeitslos ist. Ich denke, dass für die Unternehmen, die kommen, ein besonderer Fokus auf die Berufsbildung gelegt wird. Deswegen haben wir Gespräche, um Berufsausbildungszentren zu gründen. Entwicklungsminister Müller unterzeichnete am Vormittag weitere Reformpartnerschaftsabkommen mit Senegal, Marokko und Äthiopien. Es gibt gezielt Unterstützung, allerdings geknüpft an Bedingungen, Verbesserungen bei Menschenrechten und Demokratie. Ägypten ist wegen der Menschenrechtslage kein Reformpartnerland, wohl aber Teil der G20-Initiative. Für die Bundesregierung geht es um eines der wichtigsten Ziele dieser Legislaturperiode,
die Fluchtursachenbekämpfung, die auf europäischer Ebene bislang vor allem durch eine verschärfte Asylpolitik ersetzt wird. Wohl auch deshalb gab es heute Kritik, dass die am wenigsten entwickelten Länder nicht Teil dieser Initiative sind. Im Vorfeld der US-Kongresswahlen rückt Präsident Trump die Einwanderungspolitik ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Anlass für ihn sind Migranten aus Mittelamerika, die derzeit zu Tausenden versuchen, der Not in ihren Heimatländern zu entfliehen. Um sie abzuwehren, will Trump Soldaten an die Grenze zu Mexiko schicken. Schon im Präsidentschaftswahlkampf hatte er auf die Einwanderungspolitik gesetzt, um seine Anhänger zu mobilisieren. Den illegalen Zugang erschweren, die Grenzen der USA konsequenter sichern, das hatte Donald Trump vor 2 Jahren versprochen. Eine Woche vor den Kongresswahlen zeigt der Präsident nun demonstrativ Härte mit Blick auf die nahende Migrantenkarawane aus Mittelamerika. Da sind viele üble Leute dabei, Bandenkriminelle, die wollen wir hier nicht. Ich schicke jetzt das Militär, all diese Menschen, das ist doch eine Invasion unseres Landes. Mehr als 5000 Soldaten will Trump rasch in den Süden schicken, zunächst an die Grenze zwischen Texas und Mexiko. Dabei sind viele der Migranten noch weit weg von ihrem Ziel USA. Diese haben gestern erst den Grenzfluss zwischen Guatemala und Mexiko überwunden. Militärexperten monieren, Trumps Truppen dürften ohne Kongressmandat gar nicht zum aktiven Grenzschutz herangezogen werden. Ihr Einsatz diene bestenfalls der Abschreckung. Abschrecken will Trump offenbar auch mit einem weiteren Vorschlag. Wer als Kind von Einwanderern in den USA geboren wird, solle künftig nicht mehr automatisch die US-Staatsbürgerschaft erhalten. Wir sind das einzige Land der Welt, in das jemand einreisen kann, ein Baby bekommt und dies dann gleich Staatsbürger ist mit allen Vorteilen. Das ist doch lächerlich. In Wahrheit gewähren außer den USA noch rund 30 weitere Staaten den dort geborenen Kindern von Einwanderern einen Pass, die automatische Staatsbürgerschaft durch Geburt, darunter Kanada. Trump rüttelt nun am amerikanischen Geburtsortprinzip, in der US-Verfassung verankert seit 150 Jahren. NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat das größte Manöver der Allianz seit dem Ende des Kalten Krieges besucht. An der Übung mit dem Titel Trident Juncture nehmen 50.000 Soldaten aus 31 Ländern teil. Mehr als 8.000 davon stellt die Bundeswehr. Russland fühlt sich provoziert und kündigte Raketentests in internationalen Gewässern an, genau im Manövergebiet. In Norwegen waren heute Besucher aus den Bündnisstaaten sowie Pressevertreter zu Gast beim NATO-Manöver. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg machte auf der Pressekonferenz klar, dass sich die derzeitige Lage deutlich von den Zeiten des Kalten Krieges unterscheide. Heute haben wir eine unberechenbare Situation. Es gibt weniger Übereinstimmungen darüber, was die Spielregeln sind. Gestern wurde außerdem bekannt, dass Russland plant, ebenfalls Raketen vor der norwegischen Küste nahe dem NATO-Manöver zu testen. Und zwar vom 1. bis zum 3. November. Das vermeldete auch die russische Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf die Luftsicherheit. Das ist schon so eine Art Provokation, die den Grad der Spannung zwischen Russland und der NATO erhöht. Russland hatte die NATO vorige Woche über die Pläne informiert. Der NATO-Generalsekretär bezeichnet die russische Raketenübung nicht als Provokation und bleibt bei seiner Linie. Für uns besteht kein Widerspruch darin, entschieden und berechenbar zu sein und zugleich engagiert im politischen Dialog mit Russland und zu versuchen, das Verhältnis zu verbessern. Wir wollen keinen neuen Kalten Krieg, wir wollen kein Wettrüsten. Die Militärübungen, ein Thema für den NATO-Russland-Rat am morgigen Mittwoch. In Oldenburg steht seit heute ein ehemaliger Krankenpfleger vor Gericht. Er wird des 100-fachen Mordes beschuldigt. Ihm wird vorgeworfen, Patienten tödlich wirkende Medikamente gespritzt zu haben, um sie dann wieder zu beleben. Viele starben. Schon zu Beginn zeigte sich der Angeklagte geständig. An dem Mammutprozess nehmen mehr als 120 Angehörige der Opfer als Nebenkläger teil. Wegen 6 weiterer Taten verbüßt der Ex-Pfleger bereits eine lebenslange Haftstrafe. Kurz nach Prozessbeginn gesteht der ehemalige Krankenpfleger alle Morde, die ihm zur Last gelegt werden. Und dieses Mal gibt er auch die 36 im Klinikum Oldenburg zu, die er in einem früheren Verfahren geleugnet hatte.
Er habe sich selber das Ausmaß und die Größe dessen, was in Oldenburg möglicherweise passiert ist, nicht eingestehen wollen. Und es sei auch eine große Scham in ihm gewesen, auch gegenüber seiner Familie. In zwei Kliniken in Oldenburg und Delmenhorst soll der ehemalige Krankenpfleger 100 Patienten Medikamente gespritzt haben, die zum Herzstillstand führten, um dann bei der Wiederbelebung Eindruck zu schinden. Der 41-Jährige sagte, er habe die Taten in Oldenburg komplett verdrängt. Erst als ihm im Gefängnis Einblick in die Krankenakten gewährt wurde, habe er sich auch an die Oldenburger Toten erinnern können. Im letzten Prozess hat er geschwiegen. Ja, im letzten Prozess hat er sich gar nicht zu irgendetwas geäußert. Hier ist es so, dass er jetzt zumindest mal über sich, sein Umfeld und seine Situation schon mal anfängt zu erzählen. Das macht Hoffnung darauf, dass wir im Laufe dieses Prozesses einen deutlichen größeren Schritt in Richtung Wahrheit machen können. Bereits 2015 wurde der ehemalige Krankenpfleger in einem Verfahren verurteilt. Wegen zweifachen Mordes, zwei Mordversuchen und schwerer Körperverletzung im Klinikum Delmenhorst. Durch den Prozess damals wurden die Taten entdeckt, für die er sich jetzt verantworten muss. Der Vizechef des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Haltenwang, soll nach ARD-Informationen Nachfolger des bisherigen Behördenpräsidenten Maaßen werden. Haltenwang ist studierter Jurist und arbeitet seit 2009 beim Verfassungsschutz. Maaßen war wegen umstrittener Aussagen zu fremdenfeindlichen Übergriffen in Chemnitz in die Kritik geraten und musste seinen Posten räumen. Weil sie einer Jüdin in der NS-Zeit das Leben retteten, sind Lothar und Johanna Kreisig posthum als Gerechte unter den Völkern geehrt worden. Der Enkel des Ehepaares nahm in Berlin stellvertretend die Auszeichnung der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem entgegen. Der Ehrentitel wurde bislang an fast 27.000 Menschen verliehen. Sie alle brachten sich selbst in Gefahr, weil sie Juden vor den Nazis schützten. Erstmals seit der Wiedervereinigung ist die Arbeitslosenquote in Deutschland unter die 5%-Marke gesunken. Zu verdanken sei der Rekordwert einem kräftigen Herbstaufschwung und der guten Konjunktur, hieß es von der Bundesagentur in Nürnberg. Nach ihren Angaben waren im Oktober 2.204.000 Menschen arbeitslos gemeldet, 53.000 weniger als im September und 185.000 weniger als vor einem Jahr. Die Quote sank auf 4,9%. Ein starkes Tiefdruckgebiet hat für extremes Wetter in Teilen Europas gesorgt. Auf der spanischen Insel Menorca waren nach einem Tornado 30.000 Haushalte ohne Strom. Im Nordwesten Spaniens kam es zum plötzlichen Wintereinbruch. Nach den heftigen Unwettern stieg die Zahl der Toten in Italien auf mindestens 10, 11, Entschuldigung. Yachten und Motorboote vom Orkan an Land geschleudert, Trümmer überall im Hafen von Rapallo. Ein Bild der Zerstörung hat der Sturm mit einer Stärke von bis zu 180 km/h an der Küste Liguriens hinterlassen. In Genua konnte der Hafen nicht mehr angefahren werden, der Flughafen war vorübergehend geschlossen. Heftige Sturmböen auch in anderen Teilen Italiens. In Rom und Neapel starben 4 Menschen durch umstürzende Bäume. Schulen und Sehenswürdigkeiten blieben heute geschlossen. Die Hilfskräfte im Dauereinsatz. Bislang gab es mehr als 7.000 Einsätze. Die Venezianer sind Hochwasser gewöhnt, doch einen Pegelstand von 1,5 Metern, das gab es zuletzt vor 10 Jahren. Im Nordwesten Spaniens haben arktische Luftmassen für einen Wintereinbruch gesorgt. Straßen sind nur mit Schneeketten befahrbar, wenn überhaupt. In vielen Haushalten fiel der Strom aus. Schneebedeckt ist auch das südfranzösische Zentralmassiv. Die winterlichen Straßenverhältnisse machten den Autofahrern zu schaffen. Mehr als 2000 Fahrzeuge blieben stecken. Viele übernachteten im Auto. Auch in Südtirol sorgte der Herbststurm für Schäden. Bei Bozen rutschte ein Hang ab und machte 2 Wohnhäuser unbewohnbar. In einigen Ländern hat sich die Situation zwar inzwischen etwas entspannt, Entwarnung kann aber noch nicht gegeben werden. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Mittwoch, den 31. Oktober. Bevor das Sturmtief über der Nordsee nach Norden abzieht, bestimmt es heute Nacht noch das Wetter in den nordwestlichen Landesteilen. Hier gibt es zeitweise Regen und stürmische Böen, zum Teil auch Sturmböen, ab der zweiten Nachthälfte nur noch im äußersten Norden. Morgen scheint im Osten und Südosten häufig die Sonne. Im übrigen Land ist es teils freundlich, teils wolkig. Im Westen kann es am Nachmittag örtlich etwas regnen.
Heute Nacht 8 bis minus 3 Grad, in der Südhälfte stellenweise Glätte. Morgen werden in der Eifel 8, im Osten und Südosten bis zu 16 Grad erreicht. Am Donnerstag leicht wechselhaft, dabei mitunter etwas Regen. Die größten Sonnenanteile gibt es im Osten, ähnlich am Freitag. Am Samstag oft freundlich, gebietsweise auch zähe Wolken, aber nur selten Tropfen. Ingo Zamperoni hat in der Halbzeitpause des DFB-Pokalspiels um 21.35 Uhr diese Tagesthemen. Machtkampf um den Vorsitz. Wer wird die CDU führen? Und beispiellose Mordserie. Die offenen Fragen im Fall Nils Högel. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.